Guten Tag, Leute, und willkommen zurück hier in Inazuma Eleven 3 Explosion! Im letzten Part haben wir uns ein Team ausgewählt, ein Vorbereitungsteam. Ne, wir sind jetzt 22 Spieler und das muss auf 16 Spieler reduziert werden für die Meisterschaft, für die Weltmeisterschaft. Und wir gehen hier jetzt mit. Nicht wir gehen, sondern wir haben Sharps Team ausgewählt. Und jetzt haben wir wieder anscheinend ein kleines Rückblickchen. Wie die überhaupt nicht afrikanisch ausschauen, die anderen. Naja. Na, 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 Hector ist ein Schwächling. Hector ist eine Heulsuse. Mann. Hey, ihr da, ihr Jungen, hört auf damit, sofort! Sie schaut auch nicht afrikanisch aus. Vielleicht ist das ja so ein internationales Lager, wo man sich um einheimische Kinder kümmert. Kann auch sein. Also einheimische Kinder und eben Kinder aus anderen Ländern. Diesen Gedanken brauche ich, weil das irritiert sonst zu sehr. Oh Hector, macht es dich nicht traurig, so schikaniert zu werden? Natürlich tut es das, aber ich kann nicht gegen sie kämpfen. Ich würde niemals gewinnen. Törichter Junge, bist du wirklich so ein Feigling? Ich... Mann, lass dich knuddeln. Habt ihr das gehört? Vogel! Das kam irgendwie plötzlich. Habt ihr das gehört? Eine der besten Fußballmannschaften von ganz Europa kommt hierher. Und sie wird gegen unsere Nationalmannschaft... Vogel! Was tun die Vögel hier? Die haben doch einen Vogel, ey. Und sie werden gegen unser Nationalmannschaftsteam irgendwie so ein Freundschaftsspiel bestreiten. Ist das nicht toll? Ja, ja, es ist... Ja, ja, oder... Vogel! Levins Team... Es ist Levins Team. Kannst du dir das vorstellen? Levin, höchstpersönlich, hier in unserem Heimatland. Okay, dann ist das kein Heimatland. Levin, du meinst Levin Murdoch? Murdoch? Vogel! Der größte Stürmer in ganz Europa? Er kommt hierher? Was kümmert dich das, Hector? Mach eine Fliege. Und ein Vogel! Hector! Vogel! Du wirst es nicht glauben. Mein Vater hat mir Karten für das Fußballspiel geschenkt. Wir gehen doch zusammen, oder? Das ist klug, das vor den dreien da zu sagen, ne? Im Ernst? Ich werde ihn spielen sehen? Den großen Levin Murdoch? Ja! Vogel! Oh Gott. Aber da ist das Mädel jetzt, wenn er jetzt deswegen schikaniert wird. Ist das Mädel eigentlich schuld dran? Also was redest du hier von? Ja, du bist voll feig. Naja. Schauen wir mal, wer hier so hausen tut. Wer so hausen tut. Was? Die Wuschelstürmer. Die Wuschelstürmer. Meine Katze heißt ja Wuschel. Die ist voll wuschelig. Wisset ihr das? Nur, die letzten Wochen, eigentlich Monate, die niest die ganze Zeit. Und es ist jetzt auch schon so weit, dass die irgendwie auch so eine verstopfte Nase die ganze Zeit hat. Und heute, wenn ich nur daran denke, heute ist das so ein dünner Streifen, kann man sagen, von der Nase so runtergehängt. Es war so ein Riesenpup. So ein Streifen. So ein kleiner, so ein langer, dünner Faden ist da runtergehangen. Ah! Sorry, falls da jetzt jemand was gegessen hat oder im Moment was isst. Ein Kinderspiel. Aber das ist ekelhaft.
Generell das Niesen. Keine Ahnung, was sie da hat. Natürlich ist das nicht lustig. Aber keine Ahnung. Vielleicht ist sie allergisch auf sich selber. Katze hat Katzenallergie. Oh mein Gott. Ich wollte ja zum Lager hingehen und schauen, ob hier neue Teams auf uns warten. Naja, das könnte ich eigentlich offscreen machen, ne? Ja, das mache ich dann auch offscreen, glaube ich. So, Block müssen wir natürlich auch beobachten. Hier erfährst du Block. Hier steht immer neue Infos und so. Denkt immer daran, Block zu lesen und so. Ja, ja, ja. Ist ziemlich nice hier, dieses Block-System. Und später hat man ja dann Twitter. Twitter. Und das ist dann noch besser. Wie heißt denn das nochmal? Nicht Twitter. Ich weiß nicht mehr, wie es jetzt in Go heißt. Aber da finde ich es dann doch noch um einiges besser gemacht. Aber es ist nice. Blaue Mütze. Die ganzen Mützen, was soll das? Ah, irgendwie ist die Luft hier am Flussufer total erfrischend. Ja, ja, ja. Ah, die Musik und alles drüber dran. So schön, so schön, so schön. So, Alter. Oh, ihr Jungspunde seid es. Wie ich sehe, seid ihr aufgekratzt wie eh und je. Okay, wenn du meinst. So, da kann man sich auffrischen. Und jetzt kommt mal ein Team. Die Kapitäne. Was geht hier? Die Kapitäne. Die haben alle ein Cappy auf. Level 5, ihr Schlingel, Schlingel, Schlingel. Ist doch Level 5, oder? Nicht, dass ich da jetzt irgendwas von außen vor lasse. Und hier ist der Torhüter wieder übertrieben. Nein? Doch nicht? Ja, ich drück halt aufs Tor, aber es wird nicht registriert. Also doch. Das wird irgendwie nicht registriert. Kann das sein? Naja, mir haben mein Tor geschossen. Zu einfach. Zu einfach. Zu einfach. Rote Münze. Was ist mit den Münzen hier los? Ich check's nicht. So, ist da oben vielleicht eine Truhe? Nö. Aber da ist eine Schaufel oder sowas. Hallo. Na, ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder verschlafen habe. Ich bin schon viel zu spät dran. Und er bleibt hier einfach stehen. Sinn ergeb. Warp-Tunnel, das ist sehr toll. Nein, lass mich doch in Ruhe. Oder, naja, gibt's hier nicht mehrere Teams? Dann flüchten wir mal, vielleicht gibt's hier eine Animation. Nö, aber wir verlieren weiterhin etwas. Gut, wenigstens das habe ich jetzt erfahren. Ha, was ist mit den ganzen Münzen hier? Und... na, oh, Spannung pur! Schläft die alte Oma immer noch. Erobere den Ball, das sehe ich dann doch gerne. Das sollte eigentlich nicht so lange dauern. So, hol dir den Ball oder so. Ja, einfach grätschen, das schaffst du schon. Scotty, Scott, Scott. Gut so. Tore! Was soll das? Keine Ahnung. Und... oh mein Gott. Sie schläft nicht mehr! Ah! Dass ich das jetzt noch erleben kann! Vor nicht so allzu langer Zeit war mein Enkel noch einer, der jeden Tag, nicht jeden Abend wie hypnotisiert vor dem Fernseher saß. Aber dank euch hat er angefangen Fußball zu spielen und ist noch nur topfit. Ihr seid eine krasse Vorbilder, Sarah. Okay. Die flinke Kitze. Katze kitzeln. Die kitzeln uns wahrscheinlich. So. Keine Ahnung, was das war. Und schießen wir jetzt schon wieder so ein Tor. Das kommt jetzt hier schon des Öfteren vor, ne? Los, Austin, zeig, was du drauf hast. Schon wieder. Ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel.
Vielleicht ist das ja hier in diesem Spiel besonders broken. Diese Taktik hier. Naja, mal schauen. Söderle, können wir, ja, so können wir uns auch fortbewegen. Gut. Und reden auch. Wuff, wuff! Nee, ich sterbe vor Hunger. Ihr habt nicht zufällig ein paar Knochen für mich. Geh weg. Schnell weg. Hallo. Hey, Zack. Oh, hallo. Alles klar bei dir? Du scheinst es aber echt eilig zu haben. Wusstest du, dass du Touch bist? Überhaupt Touch, Touch, Touch. Okay. Ja. Muss ich das jetzt machen? Kriege ich was? Nee, keine Ahnung. Hallo. Hallo, Kinder. Als Streifenpolizist dieses Stadtteils bin ich euer Freund und Helfer. Inazuma ist einfach nur wunderschön. Was ist denn los? Nicht schlecht. Also. Hä? Ach, eine Sache hätte ich fast vergessen. Der nächste Ort, an den du gehen sollst, wird dir oben am Bildschirm. Siehst du? Oh, Tutorial! Los, geh weg! Ich hab kein Interesse daran. So, dann gehen wir mal. Und trainieren wir! Hallo Sharp, wenn du mit deinem Team zufrieden bist, können wir sofort ein 4 gegen 4 Trainingsspiel spielen. Bereit? Ja. Gebt euer Bestes. In 2 Tagen? Okay. Wir konzentrieren uns bei den Auswahlspiel auf Teamwork. Wir sollten in 2 Tagen eine Einheit sein, also keine Alleingänge. Da hast du aber einiges vorgenommen. Ja, ja, dein Wunsch ist mir Befehl, mein großer Anführer. Was hast du gerade gesagt? Sharp. Alles klar, fangen wir an. Los Leute, auf eure Positionen. Ich freue mich schon darauf zu sehen, was du drauf hast, Austin. Ja, Axel. Aber die Story, die ist wirklich, die muss anders sein. Ich habe mich wahrscheinlich verlesen. Weil jetzt erfahren wir hier die ganze Geschichte mit dem Team, nicht die andere. Das ist wäre irgendwie unlogisch, wenn wir Marks Team ausgewählt hätten, dass wir dann diese Story hier bekommen. Naja, alles klar, legen wir los. Dann probieren wir hier. Wir haben keinen Torhüter. Das ist schon ein bisschen unfair, ne? Naja, so, auf geht's, Leute. Yes! Das möchte ich sehen. Oder Shadow, bist du ein Torhüter? Man weiß ja nicht. Aber Auswärtstrikot gefällt mir auch. Yes, Austin. Zu einfach. Irgendwie, das ist mir zu einfach. Es ist ein Trainingsspiel, ja. Achso, 15 Minuten hier. Ja, wahre 15 Minuten hier wird jetzt gespielt. Aber warum 4 gegen 4? Was war das gerade? Los, nehmen wir den Ball ab. Oder ist das jetzt nötig? Wir sind eigentlich im Nachteil, aber wir haben einen Doppelbonus. Mal schauen. Okay. Phantom-Dribbling. Oh mein Gott. Aber das Trikot gefällt mir. Muss man hier sagen. So, fangen. Das schaffst du schon. Jawohl, das schaffst du doch mit links, ne? Gut gemacht. Yes. So, jetzt zu Axel wollte ich sagen, aber der ist jetzt nicht hier. So, yes! Und du... Achso, die waren jetzt... Das war kein Doppelbonus, ich sehe es gerade. Kombischuss! Ja, so spielt man! Und rein die Kugel! Und wird er den fangen? Spannung! Nein! Oh mein Gott! Zu einfach. Das ist mir nicht so euphorisch, dieses zu einfach. Das ist immer zu einfach. So, komm, spiel. Nee, das war ein Fehler. So, grätsch rein oder block einfach ab. Jawohl, ein Tor kriegen wir noch hin, oder? Das wäre doch gelacht. Nein, das könnte ja gewinnen. Wie es mir gedacht habe. Passt jetzt hin. So, los. Nein. Was, du kannst... Okay, dann sehen wir dich mal in Aktion hier mit dem Soppel-Doppel-Doppel-Doppel-Bass. Mit dem Soppel-Doppel-Doppel-Bass. Gut so. Und rein die Kugel.
Also Austin, der gefällt mir. Der muss ins Team rein. Der muss ins Team rein. Jawohl. Zu einfach. Zu einfach. 3 zu 0. Schaut aber schlecht aus für euch. Der einzige, der etwas gezeigt hat, war dieser Shadow. Nicht, sondern... sondern... Wie heißt er? Wie heißt du nochmal? Janus heißt du nicht, sondern... Ha! Wenn man sich einmal einen Namen gemerkt hat, dann vergisst man den nicht mehr. Wie heißt denn Janus? Ich sag einfach Janus. Der hat wenigstens mal etwas gezeigt. Gut gemacht, Leute. Wie sieht es aus mit dem Team? Läuft das Zusammenspiel gut? Ja, da schon eigentlich. Rühr dich ein wenig aus. Dann komm wieder hier und in Ordnung, Ordnung, Ordnung. Ja, ein bisschen auffrischen gehen können wir, ne? Oh, ihr seid da. Spielt ihr heute wieder Fußball? Fußball! Fußball! Keine Ahnung. Du. Mir fällt gerade auf, ich habe da unten das noch nicht erkundet. Boah, ey. Als ich nach Dreimann ging, musste ich hier jeden Tag auf den Schulweg vorbei. Ah, die guten alten Zeiten. Mein Klassenlehrer war damals Herr Wintersee. Oh mein Gott, Nuss. Du tust mir leid. Wisst ihr, ob er immer noch an der Schule ist? Der ist wahrscheinlich in irgendeiner Ecke und ritzt sich. Und nimmt Drogen. Und ist verbittert. So wird's ausschauen. So. Hallo. Ach, wie gern wäre ich eine Katze. Diese verflixten kleinen Racker leben wirklich wie die Maden im Speck. Ja, kann sein, aber... ja, kann auch ziemlich langweilig sein, als eine Katze zu leben. Das breite Ende ist kraftvoller, aber nicht so genau. Und das schmale Ende ist genauer, aber nicht so kraftvoll. Na, ich rede von der Kraftanzeige, die erscheint, wenn du schießt. Du weißt ja, Katzen finden immer einen Weg. Katzen, Katzen, Katzen. Mal Katzen, Kratzen. Tatatzen. Was? So, ich überlege aber gerade. Aber ich habe gerade entschieden, dass ich jetzt nicht mehr weitermache, jetzt hier mit der Story. Ich mache jetzt nicht mehr weiter hier mit diesem Spiel, das Let's Play ist vorbei. Und es war sehr schön, besonders das Story-Finale hier in diesem Spiel, das war hervorragend jetzt. Das war... keine Ahnung, was das soll. Ja, ich gehe noch einmal so in den Kreis vielleicht. Wir gehen in den Kreis, was? Wir gehen in den Kreis. Ich möchte ein Team hier noch antreffen. Eventuell, Fragezeichen, vielleicht. Please. Ich habe gar nicht wieder so auf Rückspiel nicht, sondern... wie heißt's denn? Auf den Hintergrund geachtet. Rückspiel wollte ich sagen. Aber Hintergrund. Wie kommt man von Rückspiel, Hintergrund, weil Rücken hinten ist? Keine Ahnung. Naja. Aber hier ist ein neuer Spieler, okay. Ah, wieder der Hintergrund. So schön, so schön. Ah. Eine starke Aktion. Eine starke Aktion. Bin ich auch deiner Meinung. Dut. Schon wieder gelbe Mütze. Was soll mit dem... Ich check nicht, was ist mit den Mützen. Warum gibt es hier so viele Mützen? Naja. Leute, ich würde aber sagen, das war's jetzt hier mit diesem Part, bevor ich jetzt noch mehr Zeit verschwende. Ich habe eine Ausrede. Ich trinke auch jetzt so nebenan so ein Getränk mit Kohlensäure. Deswegen muss ich mal rülpsen. Don't blame me. Naja, aber wir trainieren weiter im nächsten Part und ja, das wird anstehen. Tschüss.